Die meisten Unfälle passieren tatsächlich im Haushalt. Das kann echt gut sein. Haben schon immer diesen Traum gehabt. Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schick die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Haben schon immer diesen Traum gehabt. Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hallöchen hier bei Elon Mops. Ich weiß nicht, ob ihr was versteht. Ich mach mal leiser, besser, ne? Der Elon macht gerade Teich. Das ist derselbe Teich übrigens für die Waffeln. Bloß heute machen wir damit Pfannkuchen bzw. Pancakes. Wir haben irgendwie einen süßen Zahn. Und wie sehen Pancakes aus? Und gucken mal und lassen uns sie schmecken. Wir berichten. Ah, wir sind hier gerade am Machen und irgendwie ist schon leicht qualmig hier. Und ja, ich gehe mal hier an die Fensterpflege. Sieht ja auch schon wieder, also hier, das kennt ihr wahrscheinlich selber, ne? Hier setzt sich so viel Staub dann ab. Also das ist sowas von unangenehm. Oh, buongiorno. Gibt's Kaffee hier für mich, oder was? Ja, es hat mega lange gedauert da hinten auf dem Herd. Da kam so... Dankeschön. Da kamen so drei kleine Flämmchen raus. Für Oliver, für dich. Freude, das ist ja danke. Klasse, ey. Der Tobi sagte gerade mal ruhig Silikonspray auf die Fenster, auf die Gummis machen. Das klingt eigentlich echt logisch, dass die nicht irgendwie porös werden, ne? Gute Sache vielleicht. Ah, schmeckt der Kaffee gut. Mian, was hast du denn da Schönes Neues? Guck mal, ein Monster-Truck wieder, ne? Ja, der verfärbt sich, ne? Wenn man ihn in warmes Wasser macht oder in kaltes Wasser, ne? Und heißes. Genau, davon gibt es auch Autos und der Mia liebt ja Monster Trucks und das ist wohl neu und wir hatten das beim Kaufland in Deutschland, hatte ich das entdeckt und habe direkt zu Illo gesagt, das war glaube ich 2 Tage vor Weihnachten oder so. Mhm. Ich sage, Illo, das müssen wir mitnehmen. Da haben wir es ganz heimlich in den Einkaufswagen geschleust und durch die Kasse geschleust, weil der Mia der hilft immer auch die Kasse zu beladen und so. Und und jetzt haben wir es rausgeholt, weil einer ist von ihnen kaputt gegangen. Darüber war er sehr, sehr traurig. Und das ist natürlich auch, ja, mit diesem Verfärbedings ist natürlich ein Highlight. Sowas wollte ich unbedingt haben. Und ja, Kind ist glücklich. Ja, irgendwie hast du das jetzt hier hinten ganz schön übernommen. 3 Stück laufen bei dir gleichzeitig. Ja, hör mal, ich bin multitaskingfähig. Krass. Ich kann sogar 3 Pancakes gleichzeitig machen. Man nennt mich auch den Pancakes Maker. Oh. Und sie schmecken richtig geil. Also dieses Rezept, wenn da mal jemand Interesse hat, dann schreibt das mal. Dann schreiben wir es vielleicht, wenn jemand schreibt, ich hätte das gerne, dann schreibt Illo es in die Kommentare. Dann will ich es probieren, ne? Und ihr müsst dann da mal scrollen und Illo hat es dann da drunter geschrieben. Auf jeden Fall, das hatten wir auch für die Waffeln genommen. Aber für Pancakes ist es, finde ich, nochmal geiler, weil es dicker ist und mega gut. Und ich muss sagen, es klappt wirklich super im Wohnmobil. Das hätte ich jetzt gedacht. Hier raucht nichts. Wir haben jetzt hier eine super Stufe. Wir machen das mit Kokosfett und das können wir jetzt auf jeden Fall öfters machen. Der Maxvan läuft rein, ne? Genau, wir haben die Maxvan auf rein gemacht, sodass wir quasi, dass das direkt hier rauspustet. Hier und hier haben wir es auch. Also es ist hier keine Rauchentwicklung. Das war nämlich unsere große Sorge gewesen. Also Leute, ich weiß ja, mein Ehemann, der übertreibt es gerne mit der Fahrzeugpflege und geht ja immer hier mit dem Tuch lang. Ich habe schon gesagt, nicht, dass ihr mal den Lack abwäscht, aber nein, keine Sorge, Leute. Viele von euch wissen es vielleicht nicht. Wir haben ja eine Nanoversiegelung machen lassen. Das heißt, wir müssen ja quasi nur, wenn der Morgentau drauf ist, haben wir diese speziellen Mikrofasertücher, die haben wir uns auch dort quasi besorgt. Und dann ledern wir das einfach nur ab und dann ist das Fahrzeug wieder blitzeblank sauber. Aber der Herr hat sich jetzt hier eine Leiter besorgt. Eigentlich hatten wir eine, die haben wir für 100 Euro mal bei Aldi geholt. Die passt aber gewichtstechnisch nicht mehr und platztechnisch nicht ins Wohnmobil. Und jetzt macht er mal oben sauber. Es ist ja nicht verkehrt. Solarplatten mache ich sauber. Ja, du kannst auch den Rest mal sauber machen. Das ist bestimmt der ein oder andere Vogelschiss. Also wenn schon, denn schon bitte. Ja, okay. Aber Elo, jetzt muss ich mal meckern. Guckt euch mal dieses Schuhwerk an. Also die meisten Unfälle passieren im Haushalt und das ist ihr Haushalt und man kann nicht mit irgendwelchen Latschen, das hat der schon mal gemacht, bei irgendeiner Waschanlage, wo wir glaube ich in Norwegen waren, hat der da auf dem Gerüst gestanden, auch mit den Dingern, also Illo sofort runter, ansonsten unterbinde ich das. Nee, jetzt mal ohne Witz. Runter! Ich zähle bis 3. 1, 2, 3.
Ich sag gerade, wow, schön. Elo hat die Fenster heute von außen sauber gemacht und da läuft die Dreck schon, ach, der Dreck schon runter. Und ja, ich habe ihn jetzt genötigt, anderes Schuhwerk anzuziehen. Das war gerade schon am Wackeln und er sagt so, oh, oh, oh. Also ich kann nicht gebrauchen, dass er sich hier noch die Beine bricht, nur weil er so fahrlässig ist. Anders kann man das nicht sagen. Ne? Genau, so geht das. Blitzeblank jetzt hier das Teil. Da sieht man mal echt den Unterschied und dass ich einfach ran muss. Das Dach geht eigentlich. Man denkt immer, das Dach ist schlimmer, aber so schlimm ist es gar nicht. So, meine lieben Frauen hier. Ja, ich würde es nicht an den Stören Dings machen, ne? Weil hinterher fettet das irgendwie. Darf ich euch mal hier den, hier. Deswegen, ich mache das immer noch. Ups, da gebe ich hier mal bitte hier den. Ich glaube, du hast ja wohl einen Vogel. Oh, oh, oh. Ich glaube, der es geholt hat, der kann es auch machen. Ich war heute die Pancake-Makerin. Ich habe das ganze Wohnmobil danach geschoben. Hört sich aber sehr keifend an. Ich habe alles gespült. Ich keife jetzt auch. Achtung. Wer das jetzt nicht verkraften kann, der sollte jetzt lieber abschalten. Oh, oh, oh. Weil jetzt wird es so richtig gefährlich. Oh Mann. Und wie dreist kann man sein, seiner Frau einfach einen Staubsauger in die Hand zu drücken? Ich würde sagen, als Strafe kannst du erstmal den Fußraum vorne mal richtig durchsaugen. Wasser tanken. Wir sind immer noch nicht losgekommen. Es ist 3:15. Ja. Ich wollte ja noch saugen. Ich wollte eigentlich nicht saugen, aber naja, so schnell saugt man dann. Also jetzt muss ich den Illo aber mal loben. Das macht er ganz, ganz, ganz toll. Ja, macht er toll. Ich sag ja, ich bin Haus- und Hof-Facility-Manager hier. Also von innen wie von außen, von oben wie von unten gebrauchbar hier. Ja. Kann man nicht auch buchen, Illo? Als männliche Reinigungskraft? Dann weiß ich jetzt noch nicht irgendwie. Ja, der Stundenlohn muss passen, ne? Und dann natürlich die Anfahrtskosten, ne? Anfahrtskosten. Eventuell auch Flugkosten. Wenn ihr zu uns kommen, dann wird es wahrscheinlich gehen. Vielleicht ist das ja das neue Business, was wir jetzt bald aufbauen werden. Genau, genau. Ja? Aber Illo muss auch sagen, ich habe auch gemacht. Ne? Es ist jetzt hier nicht nur Illo, der hier fleißig ist. Ich war hier genauso fleißig gewesen, habe hier auch meine Aufgaben. Das muss ich ja an dieser Stelle einfach auch mal erwähnen. Ich kann nicht immer den Kerl loben, sondern ich muss mich auch mal selber loben, auch wenn Eigenlob stinkt. Ja, sie war stets bemüht, hat schwach angefangen und sich gebessert. Oh, die Bude ist wie geleckt. Also alles ist richtig schön. Mops holt noch die letzten Steinchen raus. Wir sind wasservoll, alles ist leer, wir können starten. Jetzt warten wir natürlich da vorne auf die Spezies. Aber ich habe mir gedacht, den Druck bauen wir auf. Den Schlauch habe ich da vorne liegen, da kann er sich noch voll machen. Die haben ja keinen Schlauch. Und dann geht's los. Ich fahre gerade eben hier noch bis auf 2 bar hoch. Und jetzt war natürlich auch die große Frage, ne? Wie sieht's denn jetzt aus? Kam der Fehler wieder? Er ist zum Glück weg. Und jetzt mal ganz ehrlich, schaut euch das mal an. 20 Grad, die sitzt hier im T-Shirt. Unglaublich. Also ich hatte schon gehört hier, sie haben das Schild falsch rum drauf. Aber jetzt machen sie alles richtig, ne? Ja klar, machen wir alles richtig. Aha. Soll ich Ihnen was halten? Oder ich bin ja mehr so der Kameramann. Hier stehen noch ein paar Frauen rum, also die zur Not mal. Ich würde mal sagen, ne? Manche Zuschauer würden jetzt schreiben Klugscheißer-Modus an. Ne? Ach so. Klugscheißer-Modus aus. Und in dem Fall bist du der Klugscheißer. Ja, wir wollen ihn ja nur von der saftigen Straße retten. Also einfach ne? Merken hier, wo die Beschriftung ist, dass unten in der Ecke, mehr wollen wir gar nicht wissen. Ach guck mal, das ist natürlich ganz leicht. Ja. Ne? Dann. Wow, da vorne kommt gleich ein richtiger Panzer hier drauf gefahren. Sieht ja großartig aus, das Teil. Schaut euch das mal an. Ja, mit so einem Teil würde ich auch in Afrika fahren. Boah, wow. Oh, hier sieht man mal die Größe von Tobis und Nadines Fahrzeug. Das ist ja Wahnsinn. Vor das kleine Moped dagegen. Irgendwann hat alles mal ein Ende. Ja, klar. Und wir werden jetzt das schöne Plätzchen hier verlassen. Elo, wie geht's dir? Ja. 2 Wochen waren wir jetzt mittlerweile hier, natürlich mit einer kurzen Unterbrechung, wo wir in Alicante waren. Also, 2 Tage, genau. Ja, man lebt sich halt fest und das ist ja auch unsere Reise, ne? Dass wir dann irgendwann auch sagen oder halt mal gucken wollen, so wie wäre es denn ein Leben am Strand, ein Leben am Meer? Oder vielleicht ein Leben in der Wärme? Ja, Leben in der Wärme, also da bin ich sehr, sehr von angetan, ganz ehrlich. Und ja, wenn man das auch sein Kind so irgendwann liefern könnte, ne? Also so... dass er so aufwächst, hier einen Beruf findet oder sowas. Und ja, das ist schon eine gute Idee. Und jetzt hier auch die Stelle, wo wir jetzt waren, ist halt perfekt für uns ausgerichtet. Ne? Und das ist ja auch so unsere Sache jetzt dieses Jahr, wo wir halt mehr hingucken wollen. Irgendwie, ja,
Ich glaube, dir geht es schlechter, oder, damit? Also ja, also ich muss sagen, ich bin schon echt traurig irgendwie, weil es echt sehr, sehr schön war. Also ich habe die Zeit hier sehr genossen und ja, als Familie einfach war es hier sehr schön. Hier waren viele andere Familien. Das ist halt dieses Hauptaugenmerk, was wir jetzt hier hatten. Demian, der konnte hier super spielen. Man musste nicht aufpassen wegen Straße. Andere Kinder, ganz viele hier, Spielstelle hier. Alles Mögliche, die Leute, die alle hier waren, alles nette Leute. Damit steht und fällt ja sowieso immer alles, ne? Aber deswegen, also ich gehe hier echt mit einem Weinauge her. Ich habe schon zu denen gesagt, also ich kann mir auch vorstellen, wirklich vorstellen, dass wir irgendwann nochmal hierher kommen, weil es war einfach, ja, toll. Also ich bin jetzt echt froh, dass wir den Tobi, Nadine und die Familie haben, dass wir jetzt mit denen jetzt hier quasi gemeinsam abreisen. Ich glaube, sonst würde es mir noch schwerer fallen. Naja. Aber so hat man jetzt die wieder, wo man so ein bisschen jemanden hat. Aber trotzdem, ja, ich habe es sehr genossen und ja, fand es schön. Kommen sie. Gas ist leer. Wir müssen jetzt alle das Gas auffüllen. Deswegen mal wieder hier ran an den Tank. Einkaufen müssen wir auch. Der Tobi, der ruft mich. Oh. Ich habe mir gedacht, für die Abendbeschäftigung für heute. Oh. Ich sehe gerade mein Augenlicht auf dieses Top Hunter Session Indian Pale Ale. Oh, lecker. Gefallen. Aber worauf ich vor allem mal hingewiesen haben wollte, das gute alte Alltagsbier. Ach, das Alltagsbier. Also, das heißt, wir müssen es eigentlich kaufen. Ja, dann weil es ja Alltag. Müssen wir kaufen auf jeden Fall. Ist ja Alltag. Ja, wie ihr seht, mittlerweile ist dunkel. Wir haben 19.29 Uhr. Genau das, was wir eigentlich nicht wollen. So spät rumfahren. Wir möchten ja eigentlich im Hellen irgendwo ankommen. Aber ihr kennt uns. Aber wir sind nicht alleine. Also es gibt andere. Ihr seht hier unsere Spezialisten. Ne? Die sind genauso. Wir waren jetzt einkaufen. Das hat sich gezogen. Ja, und jetzt müssen wir... Genau. Und jetzt müssen wir halt gucken, wo wir uns hinstellen. Wir hatten nur erst vor uns, beziehungsweise ich wusste davon nichts. Der Illo sagte, wir stellen uns da an den Platz hin, wo wir die ganzen Scherben gesehen haben. Ich sag, boah, Illo, ey, da habe ich mich nicht wohl gefühlt. Zumal Zuschauer wirklich auch geschrieben haben, dass sie mal tagsüber dort lang gefahren sind und da waren irgendwie 10 Scheiben eingeschlagen und abends war es wohl so, dass die Polizei da mal die Leute irgendwie verjagt hat. Und in den Büsche ist wohl überall Kacke und da habe ich gesagt, ey Nelo, da habe ich keinen Bock, da fühle ich mich nicht wohl und ich finde es auch nicht toll, wenn die Kinder da in den Büsche rumspielen und da liegt überall Kacke. Von daher gucken wir jetzt, dass wir irgendwie ein anderes Plätzchen kriegen. Das Lustige ist, Nadine und Tobi wollten eigentlich auch Gas nachfüllen. Wir haben jetzt auch Gas nachgefüllt. Das Ding ist aber gewesen, wir konnten unsere Flaschen nachfüllen. Die haben auch eine deutsche Flasche und eine spanische Flasche. Und dann waren wir an dieser Stelle, wo wir schon mal waren, zum Gas nachfüllen. Und tatsächlich dürfen die Spanier die eigene Flasche nicht nachfüllen. Das ist illegal. Da musste ich jetzt gerade ein bisschen schmunzeln. Und ja, genau. Wir machen uns jetzt mal auf den Weg und hoffen, dass wir mal rechtzeitig ankommen, weil es ist jetzt auch schon wieder Abendbrotzeit und Essenszeit, ach, beziehungsweise dann auch Schlafenszeit. Wie es weitergeht, wo und wann wir ankommen, das verraten wir euch in dem nächsten Video. Auf jeden Fall sind Illo, Mops und Mian wieder auf Tour. Jawohl!